Was immer kommt, wir helfen Ihnen rasch und unkompliziert. Der Neubau vom Schulhaus zur Baum läuft nach Plan und im Moment präsentiert sich eine grosse Baustelle. In diesen Tagen sind mit einem imposanten 240-Tonnen-Kran während 3 Tagen 19 riesige Holzträger für das Turnhallendach angeliefert und eingehängt worden. Jeder von diesen Holzträgern, in der Fachspruch sogenannte Leimbinder, ist 31 Meter lang, 2,5 Meter hoch und 10 Tonnen schwer. Die Träger sind am Stück produziert und sind dann hier auf Rheinach gebracht worden, wo sie dann in dem Kran eingelüpft worden sind. Das Spezielle davon ist, dass die Passgenauigkeit innerhalb von einem Zentimeter sein musste. Das ist auf die Länge von 31 Metern doch recht wenig. Eine weitere Herausforderung war der Transport. Wie gesagt, die Träger sind am Stück gekommen. So einen langen Transport von rund 36 Meter ist nicht ganz ohne. Da haben wir ein Begleitfahrzeug mitgenommen, also mit eskortiert werden. Und dann hier in der Quartierstrasse ist das Manövrieren doch relativ schwer gewesen. Länger hat also die Träger nicht mehr dürfen sein. Das Turnhallendach ist jetzt so weit eingedeckt und wird in den nächsten Wochen und Monaten mit weiteren Holzplatten beplankt und nachher abdichtet. Mit den Bauarbeiten ist man soweit gut unterwegs. Nach dieser Phase von der Dacheindeckung der Turnhalle ist der Rohbau der Turnhalle sowie vom Schulgebäude größtmöglichst abgeschlossen. Gegenüber dem Terminplan sind wir eigentlich gut drin, sodass wir die Anlage nächsten Sommer im 2024 können in Betrieb nehmen können. Wegen dem Gewicht vom gesamten Dach, also der Platte, der Abdichtung, weiterem Dachmaterial und der Begrünung, werden sich die 10 Tonnen Holzträger noch 5 bis 6 cm nach unten biegen. Aber keine Angst, das ist alles normal und hat seine Richtigkeit. Was immer kommt, wir helfen Ihnen rasch und unkompliziert.